Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Und oh mein Gott, ich habe das erste Mal die Map mit dem Haus, seit die Farm-Maps überarbeitet wurden. Ich war hier tatsächlich noch nie. Das wird cool. Zumal wir diese Runde auch die Adept-Challenge mit Leon S. Kennedy versuchen. Dem zweiten Charakter aus dem Resident Evil Chapter, dem zweiten Survivor. Oh, das sieht aber schick aus. Oh, das sieht nicht schick aus. Wir haben auch nicht Nemesis. Schade. Ja, Adept Challenge mit Leon S. Kennedy. Und wie immer, kurze Erklärung, was seine Talente sind. Wir haben als erstes, muss leider wieder ablesen, Zähne zusammenbeißen. Beim Heilen bin ich lautlos. Ich lasse auch keine Schmerzenslaute von mir kommen, weichen. Und wenn ich beim Heilen einen Skillcheck faile, kriegt der Killer kein Signal. Und der Rückgang, also der Fortschrittsrückschritt, komisches Deutsch, ist nicht so groß wie normalerweise. Das zweite Talent von Leon ist Blendgranate. Wenn unten das Talent rechts aufgeladen ist, also wenn ich einen gewissen Fortschritt an Generatoren habe, kann ich in einen Schrank steigen, nicht vom Haken springen, bitte. Nicht sterben lassen. Oh, Boba! Verdammte Axt! Kann ich in den Schrank steigen? Und Bambusel, glaube ich. Und kann eine Blendgranate craften. Oh, der war ganz schön nah. Näher als ich dachte. Hier ist halt auch nichts, ne? Ich renne richtig beschissen. Entschuldigung. Er lässt mich. Kann ich eine Blendgranate craften und kann ihn... Es ist quasi wie so ein chinesischer Böller, die es halt hier gibt. Wenn ich den dann schmeiße... Kann ich den Killer blenden? Es sind jetzt alle hier, das ist nicht gut, Leute. Und das dritte Talent von Leon ist entschlossener Anfänger. Wenn ich eine gewisse Anzahl an Skillchecks getroffen habe, sehe ich dann für die komplette Runde alle Generatoren, die rückläufig sind. Okay, das war quasi das Geräusch für die Blendgranate. Ich will das gerne mal machen. So. Ich habe eine Blendgranate. Cool. So, jetzt machen wir mal hier weiter, dass ich die Skillchecks voll bekomme. Ich würde nämlich gern das mal sehen mit den rückläufigen Generatoren. Oh, ich lade direkt schon das Talent auf für eine nächste Sprenggranate, Blendgranate. Okay, mein Talent übrigens ist aufgeladen mit den Generatoren. Es ist aktuell... Stand wohl kein Generator rückläufig. Was das denn für ein Abgefarme? Sie hing noch nicht mal richtig und war schon wieder runter vom Haken. Leute, so wird es nichts. Die muss doch raus. Schade, ich schaff's nicht. Ich hätte gern die Granate vor den Haken geworfen. Wenn
Meine Granate ist weg. Hat die nicht geblendet. Das Problem ist, die Granaten brauchen, glaube ich, immer einen Moment Zeit, bis sie zünden. Sorry, Cheryl. Okay. Ah, okay, jetzt sehe ich den Generator da hinten, weil er rückläufig ist. Oh, ich hoffe, wir schaffen es noch zu Kate. Okay, Cheryl war da. Er hat bestimmt auch Pop. Ich glaube, der Generator wird komplett runter sein. Und er hat Franklins. Da liegt nämlich ein Medikit. So, ich könnte wieder eine Blendgranate craften. Cheryl, danke fürs Krach machen. Schwierig, die Runde mit der Adept-Challenge. Zumal hier auch nichts mehr an Paletten ist. Bleib hängen, Bubba! Bleib natürlich nicht hängen. Er hat Barbecue. Er läuft instant zu den beiden am Gen. Und mindestens eine wird liegen, oder? Yo! Okay, er ist bei der anderen. Guckt sich um. Schade. Wenn die da am Boden ist, kein... Oh, sie hat... Ich wollte gerade sagen, wenn sie kein Unbreakable hat, war's das. Eigentlich würde ich mich gerne heilen, aber ist da so, ist ein bisschen spannender. Vielleicht schaffen wir es raus, vielleicht auch nicht. Wir waren ja mit Jill recht schnell durch mit der Challenge im ersten Versuch. Da können wir für Leon ein bisschen länger brauchen. Das ist okay. Gleiche Richtung gelaufen wie ich. Ja.
nicht drüber gelaufen. Er war zu nah. Ach Mann! Schade. Aber gut, es ist okay. Ist okay, ich habe endlich mal diese neue Map gesehen. Vor wie vielen Wochen war bitte schön dieses Map-Update? Und ich habe das erste Mal das Haus gesehen. Unglaublich, ich dachte schon, mein Spiel ist verbuggt und irgendwie, ich bekomme die Map nie wieder. Ja, punktetechnisch war es jetzt nicht so Bombe. Aber, ja. Wir probieren dann, würde ich sagen, auch nächste Woche oder irgendwie dann übernächste Woche. Irgendwann probieren wir die Adept-Challenge mit Leon nochmal. Vielleicht klappt es auch dann. Vielleicht haben wir da auch endlich die neue Map wieder freigeschalten. Wir haben ja heute den 19.06. Zu diesem Zeitpunkt ist die Map, soweit ich weiß, immer noch nicht wieder offen. Nicht wieder spielbar. Soweit ich weiß, ist auch der Tempel der Reinigung aktuell deaktiviert, weil alle Killer dort nicht mehr in den Keller gekommen sind. Also, ja. Mal sehen. Wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut und beim nächsten Mal haben wir bestimmt mehr Glück. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.